legen wir Ulster ab, was im letzten Part quasi verarscht wurde. Eigentlich wurde es nicht verarscht, weil in den älteren Generationen kann Seer, ist es typenlos und kann Unlicht-Pokémon als Beispiel treffen und hat keinen Step-Bonus. Und in den neuen Generationen wurde das behoben, weil ich habe es nicht gewusst, dass es in den alten Generationen noch so ist. Weil ich gedacht habe, in der vierten Gen wurde sowas schon weggemacht. Wurde es nicht. Und jetzt ist es tot. Für immer. Und ewig. Was ich mir überlegt habe, ist, dass wir eventuell Carnivana jetzt ins Team nehmen. Mal schauen, was für ein Wesen das alles hat. Das hat einen Abysszorn. Geil. Hat ein ernstes Wesen. Grauhaut. Wäre halt wieder physisch. Und wie viele physischen haben wir eigentlich gerade aktuell drinnen? Lubella ist speziell. Also zwei spezielle Mons und dann der Rest physisch. Ja. Ich glaube, ich werde definitiv ein Tohaido ins Team nehmen. Aber den Abysszorn nehme ich gerne mit. Davor noch. Also, wie in letzter Zeit auch angekündigt, gehen wir jetzt und fangen Self, damit wir das auch noch abgeschlossen haben. Also, ich würde sagen, ich schneide euch den Weg bis dorthin und wir sehen uns dann beim See der Stärke. Also, bis gleich. Alles klar, bin ich da. Und jetzt ab ins Wasser. Felino, let's go, Dummkopf. Aber mal schauen, ob Self deutlich kooperativer als Tobots ist, weil... Wir wissen ja alle, was bei Tobots passiert ist. Ich will nicht drüber reden. Sonst rede ich mich nochmal unnötig auf. Aber okay. Zeit, Safe zu fangen. Das nächste der drei. Let's go. Ich hoffe, du bist kooperativer, weil ich bin auf euch drei nicht mehr so gut anzusprechen. Seitdem ihr Rollstag auf dem Gewissen habt. Blümchen, mach es. Mach das Ding. Gigasauger. Und da setzen Gene ein. Oh oh. In der nächsten Runde muss ich dann die Stachelspore einsetzen, weil sonst wird's scheiße. Weil wir dann eingeschläfert sind. Und der Gigasauger macht gar nicht mal so viel, aber okay. Stachelspore. Seher. Alter. Wenn ich die Attacke schon sehe, ne? Schlagwitz. Seher, wenn ich sehe. Okay. Aber Stachelspore trifft wenigstens. Blümchen müsst jetzt einschlafen. Ja. Das heißt, Blümchen ist jetzt erstmal außer Gefecht und raus aus dem Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auf X-Factor. Bei X-Factor tendiert sehr eigentlich ziemlich gut, es besistet es und wird nicht einfach getroffen as fuck. Sondern packt es eigentlich ganz gut. Müsste es, hoffe ich. Ne? Also, ich habe keinen Bock, noch einen Pokémon zu verlieren. Und da drücke ich es erstmal auf den Patronenhieb, weil ich weiß nicht, wie viel das Ding wegsteckt. Und X-Factor hat halt einen guten physischen Angriff und oh mein Gott, das war ein Volltreffer. Und der Seher kommt und trifft. Allerdings, ich bin voll KP. Das denke ich easy. Aber okay. Hyperball. Passt doch perfekt zu dir selbst, oder? Dieses Gelb, ne? Und dann noch dieses Weiß. Aber es hat keinen Bock, nein. Komm schon, Self. Gib bitte rein. Beim Patronenhieb will ich nicht nochmal auf das Ding abfeuern. Das Ding ist dann Self tot. Klar, das war ein Volltreffer und das war doppelt so stark. Allerdings, selbst wenn ich das halbiere... Diesen Angriff. Es würde jetzt reichen. Und zwar easy reichen. Und das ohne Widerworte. Ach komm, Self. Bleib bitte drin. Komm schon. Mach doch keine Faxen. Trust me. Ich hab deinen Kumpel schon. Der wartet schon auf dich. Drüben in der Zelle. Obwohl, ne, du kommst nicht in der Zelle. Du bist eigentlich ganz lieb, Self. Soll noch kein Pokémon von mir umbringen, ist bin ich noch sehr positiv auf dich gestimmt. Wie könnten wir das eigentlich jetzt nur überreden? Und es setzt Gene ein. Oh Gott. Nervig, as fuck. Aber okay. Sehr viel wär's denn. Wir gehen mal ein bisschen essen und ich spendiere sogar eine Cola. Ne? Was hältst du denn? Okay, er mag keine Cola. Dachte ich mir. Das sieht mir auch nicht danach aus, als wärst du ein Cola-Trinker. Aber glaub's mir. Ich glaube, ich weiß, was für ein Trinker du bist, okay? Lass mich raten. Lass mich einfach raten. Pass mal auf. Klar, ich zweck da pennt jetzt ein, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Jetzt pass auf, Leute. Pass auf. Sagen wir es einfach so. Was ist mit der Pepsi? Du bist doch locker ein Pepsi-Trinker. Du bist sowas von ein Pepsi-Trinker. Oh, oder auch nicht. Okay, gar keine Getränke in der Art. Weder Cola noch Pepsi. Gehen wir mal weiter. Wie wär's mit der Sprite? Eine Sprite. Sprite ist eigentlich immer geil.
Klar, war süß, aber manche mögen es, manche nicht und nein, überhaupt nicht. Ich gehe jetzt einfach erstmal alle süßen Getränke durch und mal schauen, wenn dann nichts hilft, dann gehe ich zu den Säften. Und wenn das auch nicht hilft, dann gehe ich zum Essen. Aber okay. Wie wär's mit einer Mexomix? Also quasi so ein Spezi oder so. Ein Cola-Mix. Ja, ich wusste, Spezi, Mann. Spezi. Ja, du, ich war. Alter, ich weiß, wie ich es nenne. Vielleicht manche werden es jetzt schon wissen. Aber Spezi, es gibt im Nintendo-Bereich einen YouTuber, der Spezi absolut abfeiert. Und das ist der gute alte Hübi. Tobi Hübi. Das ist. Und er ist sogar noch blond, so richtig. Das ist ja perfekt. Easy. Siehst du, Tobots? Das sind wir kooperativ. Aber okay. Dann wecken wir die beiden mal wieder auf. Ah, da ging es echt schnell, ne? Also, das war echt flott. Sehr, sehr flott sogar. Obwohl, wenn ich gerade mal so überlege, zum Thema nochmal Tohaidons Team nehmen, ist es eigentlich Schwachsinn, weil wir haben ja schon Wasser- und Lichttypen im Team drin. Aber okay. Ich schneide euch den Weg nach Zweidorf, weil wir müssen noch zum See der Wahrheit. Weil das ist das letzte Ding, was auf uns wartet quasi. Also würde ich sagen, bis gleich, meine lieben Freunde. Alles klar, bin da. Erstmal wieder einen Schutz aktivieren, weil der ist mir gerade leer gegangen. Und dann gehen wir mal zum See der Wahrheit. Einen Encounter haben wir hier leider nicht mehr, weil wir den schon damals am Anfang des EPs, glaube ich, sogar gefangen haben. Deswegen rein da. Das letzte Wäschbrett. Mal schauen, ob du genau wie Self drauf bist oder wie Tobos oder so ein Mittelding. Ich hoffe wie Self, aber ein Mittelding wäre auch noch akzeptabel. Wäschbrett. Kiaun. Eris. Was? Nein, Gott, nein. Als ob das jetzt abgehauen ist. Wäschbrett ist irgendwo hinten geflogen. Professor Eibe. Malik. Das war doch Wäschbrett, oder etwa nicht? Du hast alles getan, was ich dir an der Bibliothek von Fleetbock aufgetragen habe. Ich bat dich, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln. Leider gaben die Daten keine Antworten auf das Geheimnis der Entwickler. Ich weiß immer noch nicht, warum nur bestimmte Pokémon davon betroffen sind. Im Endeffekt wurde das Geheimnis nur noch mysteriöser und komplexer. Aber mysteriöses ist mein Metier, genau wie der Mysterien seine Mechanismen komplex sind. Der Wissenschaftler in mir freut sich wirklich sehr. Okay. Malik, warum suchst du nicht nach Wäschbrett? Es schien mir, als ob es mit dir spielen wollte. Mit dem Pokécatch Super Dunkarte solltest du die Bewegungen dieses Pokémon nachverfolgen können. Nur zu, Malik. Bestimmt begegnest du vielen Pokémon und Leuten. Diese Begegnungen werden dich auf ihre eigene Weise voranbringen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden dir gefallen. Alles Gute, Malik. Okay, ciao. Aber auf der Landkarte hat er gesagt. Ihr werdet wahrscheinlich sehen, wann ich das aufnehme, aber ist mir jetzt egal. Wo ist es? Das ist ja die Landkarte, ne? Es wird nicht angezeigt. Lel. Doch, da! Aha. Da versteckst du dich also, du kleiner Hacker. In der Nähe von nicht von Elyse, sondern von Flori. Aber da fliegen wir jetzt nicht hin. Ganz ehrlich, Leute, da fliegen wir jetzt echt nicht hin. Weil Wäschbrett zu jagen ist quasi wie Raikou und Entei in Hardgold, so Silber, Gold und Silber und Kristall. Es ist halt quasi echt ziemlich nervig. Sehr, 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 sehr nervig. Deswegen würde ich jetzt eigentlich quasi vorschlagen, dass wir jetzt mal kurz nach Ewig genau gehen. Weil dort hat der Professor Eich seine Hütte und mit dem würde ich dann auch mal kurz sprechen. Dann gehen wir noch kurz auf Ledburg. Und dann, Leute, fangen wir mal wirklich mit dem Postgame an und erkunden das Kampfresort, was auch langsam Zeit wird. Also, ich gehe an den PC, mache das ganze Zeug und würde sagen, bis gleich. Professor Eich, hey! Ah, da bist du. Du bist es. Schön, schön. Kommst du mit dem Pokédex voran? Alle Pokémon zu fangen ist nicht gerade einfach, das verstehe ich. Aber ich bin sicher, du schaffst das. Ach ja, ein Bekannter aus Kanto hat mir etwas sehr Interessantes geschickt. Du kannst es vermutlich besser gebrauchen als ich. Upgrade. Damit können wir ein Porygon entwickeln. Es gibt ein Pokémon, das sich entwickelt, wenn es dieses Upgrade trägt, während es getauscht wird. Ganz nebenbei, und ich schweife da etwas zum Thema, es wurde einige sehr seltene Pokémon gesichtet.
die legendären Vogel-Pokémon Arctos, Zapdos und Lavados. Sie wurden in der unterschiedlichen Gegenden überall in Sinnoh gesehen. Vielleicht hast du ja Glück und triffst eins bei deinem Abenteuer. Das wäre geil. Einfach mal so spontan. Das sind die Vögel. Also sagen wir so, wenn wir mal Teamknappheit haben an Members, Leute, ich würde sagen, da haben wir was. Scheiße. Aber okay. Da würde ich sagen, fliegen wir mit Abdul mal kurz nach Fleetburg, weil da hat es unser nächstes Ziel noch. Weil da haben wir bestimmt auch noch was Kleines zu erledigen. Weil da können wir jetzt, glaube ich, zu einer neuen Insel sogar fahren. Wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich, ich kann mich jetzt auch irren. Aber meines Wissens nach können wir jetzt woanders sogar noch hinfahren. Mal kurz da reinschauen. Oh, der Junge, was ist da los? Der kleine Junge scheint in einen Eitrum gefangen zu sein. Er scheint ihn zu quälen. Er murmelt etwas. Dark beobachtet mich. Was? Hey. Ich hätte niemals gedacht, dass unser Junge einmal in einen solchen Albtraum gefangen sein würde. Es ist schon in einmal in Fleetburg passiert, vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. Doch gab es einen Weg, mit der sogenannten Lunarchfeder. Es war einfach möglich, sie wieder zu erwecken. Mein Gatte wollte auf der Vollmondinsel eine solche Lunarchfeder finden, doch vergebens. Man muss dazu ein Trainer sein. Diese Situation ist so frustrierend. Oh. Ja, komm, wir helfen mal der Familie und Alter, es sind vier Leute, es sind jetzt vier Pokémon da. Ach du Scheiße. Aber wie gesagt, Team Knappheit, wir haben Futter. Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn in diesem grausamen Albtraum gefangen ist. Um ihn daraus zu befreien, benötige ich eine Lunafeder von der Vollmondinsel. Würde es mir für mich eine zur Vollmondinsel gehen quasi, wenn nicht für mich, dann für meinen Sohn? Ja komm, machen wir. Wir helfen dir. Wir zählen beide auf dich. Nur du kannst meinen Sohn aus diesem Albtraum befreien. Bitte, ich benötige die Lunafeder, die man auf der Vollmondinsel findet, um ihn aus dem Albtraum zu befreien. Ankerlichtern! Kein Ding. Für den King. Weil das ist eigentlich quasi dann das Letzte, was wir noch erledigen müssen, oder ich persönlich erledigen will, bevor wir dann mit dem Postgame starten. Klar, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich erledigen möchte, aber die haben noch Zeit. Die haben noch definitiv Zeit. Vollmondinsel. Ist sie nicht wunderschön? Richtig entspannende Musik. Gehen wir da rein. Und ein Pokémon. Mittendrin. Was? Und das Wasser bildet einen Halbmond. Was ist das? Es verschwindet. Nein! Das Pokémon ist davon geflogen. Irgendwas funkelt an der Stelle, an der es sich befand. Eine Lunafee! Sind es jetzt fünf? Scheiße, Alter! Wir haben definitiv keine Teamknappheit. Also, falls wir einen Counter brauchen, wir haben fünf Stück. Ach du Scheiße. Oh, okay. Das Pokémon, dem du gerade begegnet bist, ist das Luna-Pokémon. Ich hörte in Geschichten, dass es sich von einem Ort zum anderen fliegt. Oh, dieses Funkeln! Das ist also die Luna-Feder. Danke. Das wird meinen Sohn aus dem Albtraum erwecken. Kein Ding. Ich helfe echt gerne. Also, let's go. Lass uns zurückgehen. Und ich überreiche deinem Sohn mal die Luna-Feder, damit er aus seinem Traum aufwacht. Hey, Kleiner. Der kleine Junge ist in einem Albtraum gefangen. Die Lunafeder, die Malik mitgebracht hat, beginnt zu strahlen. Das Gesicht des Jungs entspannt sich und wird ganz friedlich. Der kleine Junge ist aufgewacht! Yes! Wir haben ihn gerettet. Lieber Himmel, du bist aufgewacht! Oh, mein kleiner Junge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen! Dass es dir wieder gut geht, macht mich so glücklich. Es gibt mir Kraft, wieder ein Seemann zu sein. Mein Schiff steht für dich bereit. Danke. Vielen, vielen Dank. Was ist denn du? Wie geht's dir, Kleiner? Ich konnte einfach nicht aufwachen. Ich habe es gesehen. Es war so ein schrecklicher Traum. Da war ein dunkler Ort. Und da war ein dunkles Pokémon. Aber Mama, ich konnte eure Stimmen hören. Okay. Und wie geht's der Mutter? Vielen Dank.
Wir können dir nicht gar nicht genug danken. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Ding. Ich helfe echt gerne. Aber okay. Ich würde sagen, let's go zum Kampfresort und quasi das erste Stück zu erkunden von Kampf Areal. Weil das hat schon eine kleine Größe, würde ich sagen, ne, mit einigen Trainern. Habt ihr alle Teammitglieder eigentlich dabei? Sind alle da? Yep. Alles klärchen. Ich würde aber sagen, ich lasse Abdul wirklich drin, damit wir auch weiterkommen. Und die Leute von letztem Mal sind jetzt da weg. Aber ich weiß sogar noch ein kleines Zwischenfall. Allerdings will ich erstmal kurz herunterschauen, was der Mann da zu sagen hat. Weil der ist echt abgeschotten, das Fuck. Weil ist hier irgendwas versteckt? Warte mal. Itemradar. Nein. Wo ist denn der? Ich glaube, der war weiter oben, ne? Noch ein Stück? Ja, da. Ist hier irgendwas? Nein? Oder doch? Nö. Also. Alles klar, hier ist einfach nichts. Also, Typi, was machst du hier so? Wenn ich irgendwo hinreise, bin ich schon Wochen vorher total aufgeregt und gespannt, was ich als nächstes sehen werde. Sogar wenn es zu Ort geht, die ich schon kenne. Auch da machte ich mit leuchtenden Augen immer wieder Entdeckungen. Oh ja, das stimmt. Selbst wenn man, ich persönlich sage es mal komplett, hat zwar nichts mit Orden zu tun, aber wenn ihr quasi ein Spiel spielt und es immer und immer wieder spielt, ihr werdet immer was Neues entdecken. Das ist bei mir aktuell bei Windbreaker einfach so. Das ist einfach krank. Eine super Angel. Ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Da sind wir ja einer gleichen Meinung. Ich stehe diese super Angel. Okay. Danke, Bro. Also, mich freut's. Wo immer das Wasser findest, versuch dein Glück beim Mangel. Alles klar. Ja gut, ne? Wenn du sagst, überall wo Wasser ist, hier ist Wasser und das hier ist Kampfareal. Meinst du, haben wir hier noch keinen Encounter gefangen? Aber wenn das jetzt geht, ne? Haben wir einen Encounter? Ich dachte es mir. Das gönnt mir Pokémon einfach nicht. Dann gehen wir halt woanders hin. Gehen wir dort rüber. Weil dort drüben 230 haben wir, glaube ich, auch noch kein Pokémon gefangen. Deswegen, Angel los! Mal schauen, was rauskommt. Und unser Encounter für 230 ist... Das ist geil. Krupuk ist geil. Das nehmen wir mit, Alter. Den Haufen Scheiße nehmen wir mit. Weil Krupuk ist ein Pokémon, das hat in der 4. bis zur 5. Generation nicht eine Schwäche. Nicht eine. Weil es quasi die perfekte Typenkombi hat. Und ist eigentlich auch ziemlich defensiv. Also, wenn man mal so bedenkt, der perfekte Ersatz für Nachtara, für Allstar. Klar, es hat auch den Unlicht-Typen, aber auch den Geist-Typen, wodurch es dann keine Schwäche hat. Und es ist defensiv eigentlich gar nicht mal so schlecht und offensiv mit Ränkeschmied kann es auch reinhauen. Ich hoffe so, dass es nicht gerade gegen mich versucht anzuwenden. Ich hoffe es. Ich kann aber nicht versprechen. Aber jetzt bauen wir erstmal eine Matschbombe drauf. Um es schön zu schwächen und es war ein Volltreffer. Alter. Jesus. Aber jetzt soll ich nicht nochmal einen Volltreffer landen. Jetzt nicht nochmal. Red resisted. Klar, Tiefschlag kommt und es ist auch Stab. Allerdings denke ich mal, Blümchen packt es. Klar, es ist stark angeschwächt, aber Blümchen, ich glaube an dich. Du bist mein Blümchen. Du bist mein zuckersüßes Blümchen. Aber okay. Hyperball, Flieg und Sieg. Ich habe auch, glaube ich, schon einen Namen dafür. Ja. Ich habe, glaube ich, auch schon einen Namen dafür. Und bleibst drin? Ja, geil. Und ist auch noch männlich perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Besser könnte es nicht sein. Weil... Ich benenne das Ding jetzt mal nach einem Abonnenten, der schon seit kürzerer Zeit quasi bei mir aktiv ist. Und das auch ziemlich sehr. Deswegen nenne ich ihn einfach mal. Mal schauen, ob derjenige es schon erkannt hat, aber... Ich hoffe, es auch ist richtig geschrieben, weil meines Wissens hattest du immer ein Leerzeichen da drin. Okay, da. Warum auch das da, aber es ist halt einfach da. Ne, quasi. Und ich schaue mal ganz kurz, ganz spontan und überhaupt nicht auffällig, mal kurz aufs Handy nach, ob ich es wirklich richtig geschrieben habe, weil... Ja, ich will mal sich blamieren, wirft mir ja auch nichts quasi, ne? Schauen wir mal kurz nach. Es lädt, es lädt, es lädt. Und... Ja, ist richtig geschrieben. Perfekt. Boop. Box 1. Und das nehmen wir auch gleich mit. Leute, das nehmen wir einfach gleich mit.
Leider haben wir doch leider nicht das Kampfresort erkundet in dem Part. Allerdings machen wir das dann einfach im nächsten Part. Jetzt haben wir eigentlich auch alles aufgeholt, was wir aufholen wollten. Und ich aufholen wollte und meiner persönlichen Meinung nach auch musste. Was hat denn das eigentlich jetzt für ein Wesen? Würde mich mal kurz interessieren. Kauzig. Ich weiß gar nicht mehr, was kauzig war, aber egal. Aber schaut euch mal diese Defensivwerte an. 130 Verteidigung und 125 Spezialverteidigung und der Spezialangriff ist auch nicht schlecht. Und es hat nur Unlichtattacken? Okay. Und der physische Angriff ist sogar auch noch akzeptabel. Aber ich werde definitiv was draus machen. Ich glaube, ich kann es euch ja schon mal sagen, was ich mit Plan ich ungefähr habe. Aus Memento Mori mache ich definitiv, sag's mir doch, Spukball. Und dann muss ich schauen, was ich raus tue. Ränkeschmied würde ich gerne noch drin lassen, aber Tiefschlag wäre auch geil als Prio. Allerdings haben wir ja schon eine Prio halt drin, ne? Da mache ich da, glaube ich, Psychokinese drauf. Ja, genau. Machen wir es so. Tun wir das gleich in mein Team rein. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir dann ins Kampfresort mit wieder einem vollständigen Team. Also, wenn euch der Part an sich gefallen hat, was wir jetzt heute quasi nur gemacht haben, war eigentlich Backtracking, aber naja, musste sein. Am besten jetzt, als später, alles auf einmal. Also, lasst einen Like-Kommentar, wenn euch dieser Part an sich so gerade gefallen hat, ein Abo, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Bis dann und ciao.